Equinox. Sie kann euch in jeder Situation am besten helfen. Sie kann erheblichen Schaden verteilen und im Kampf euch wieder beheilen. Hier zeige ich euch alle Fähigkeiten von Equinox und werde euch mein Lieblingsbild von ihr zeigen. Und dann zeige ich euch noch meine Spielweise. Und los geht's! Bevor wir zur ersten Fähigkeit kommen, muss ich euch was Spezielles von Equinox sagen. Equinox ist in zwei Teilen aufgebaut. Sie hat einmal eine Nachtform und eine Tagform. Diese Formen unterscheiden sich von den Fähigkeiten erheblich, denn auch die Fähigkeiten bekommen immer zwei Varianten. Die Passive von Equinox ist, dass jede Energiekugel, die wir bekommen, davon 10% umgewandelt werden. Die Passive von Equinox ist, dass jede Energiekugel, die wir bekommen, davon 10% umgewandelt wird und in Gesundheitskugeln gewandelt wird. Gut. Nachdem wir alles Allgemeine gesagt haben, kommen wir zu den Fähigkeiten. Diese Fähigkeit ist für mich nicht wirklich wichtig, aber ihr braucht sie wirklich ständig. Auf jeden Fall in dieser Fähigkeit werdet ihr eure Form wechseln von der Nachtform zur Tagform. Das sieht dann so aus. Dieser Wechsel kostet immer 25 Energiekugeln. Für die nächste Fähigkeit werde ich immer beide Formen genau erklären. Die Nachtform Ruhe bringt die Feinde außer Kontrolle und wird die Hälfte des Lebens vom Gegner abziehen. Hier hängt auch das Level vom Gegner ab, also desto höher das Level vom Gegner ist, desto weniger wird von ihm angezogen. Dagegen gibt die Tagform Rage den Gegnern mehr Angriffskraft. Dafür wird der des Gegners mit den Schaden von uns multipliziert und für uns beansprucht. Man kann hier Rage und Ruhe gleichzeitig an einen Gegner koppeln. Das dritte im Bunde supportet uns und anderen Spieler. Die Nachtform Beruhigen gibt uns eine Aura von 16 Metern und reduziert den Schaden des Gegners. Provozieren supportet uns und anderen Spieler mit 20% Fähigkeitsstärke. Auch hier wird eine Aura geöffnet. Hier noch wichtig zu sagen, desto mehr Gegner im Radius sind, desto mehr Energie wird abgezogen. Diese letzte Fähigkeit ist mein Favorit. Warum? Naja, weil wir in der Nachtform heilen, eine Aura für jeden Kill Heilungspunkte sammeln und nach dem Deaktivieren werden die gesammelten Punkte auf uns und den Spielern hinzugefügt. Die Tagform Verstümmeln zieht hier mit den Radius den Gegnern Leben ab und bei jedem Kill werden Schadenspunkte gesammelt. Nach dem Deaktivieren werden auch die Punkte gesammelt, aber hier auf den Gegnern abgezogen.
So, hier möchte ich euch jetzt mal noch den Bild von Equinox zeigen. Ich bin hier sehr auf Stärke und halt Effizienz gegangen, weil Equinox verbraucht sehr viel Energie und da braucht man natürlich auch sehr viel Effizienz. Ja, das obere habe ich natürlich erstmal Corrosive Protection bekommen, weil es ist natürlich gut, wenn wir die 4 aktivieren, dass die Gegner dann auch nicht mehr so viel aushalten. Dann hier so ein Mod, Armor's Headred, sorgt dafür, dass halt mehr Armor gibt's und halt mehr Ability. Und das ist eigentlich auch sehr gut. Ja, es ist halt so ein kleiner Verbrauch. Ich habe jetzt nicht großartig darauf geachtet, aber es ist gut. Man muss es jetzt nicht reinbringen. So, dann Transite Fortitude. Mehr Stärke ist natürlich auch sehr gut. Natürlich hätte auch die Dauer mehr machen können, aber ich finde, Stärke ist da immer noch wichtiger. Dann natürlich Prime Vigor. Ich finde, das ist immer wichtig. Dann Prime Flow, muss ich dazu auch nicht viel sagen. Effizienz, natürlich sehr, sehr wichtig hier. Reichweite auch gut für die 4 und für die 3, sehr wichtig. Und dann halt hier nochmal die Dauer und hier nochmal Effizienz. Also ist ein sehr guter Effizienz- und Stärke-Buff-Bild. Und hier habe ich nochmal bei den Arcanes, habe ich einmal den Arcane Grace für Leben, nicht dass wir gleich abkratzen, und Arcane Guardian für mehr Armor. Ja, ich habe zwar noch einen kleinen anderen Bild gemacht, aber ich finde, der ist unwichtig, weil hier sind so Mods, die sind jetzt nicht so krass. Also ignoriert mal den Bild und dann habe ich halt noch einen dritten Bild, der für normale Sachen ist. Aber ich finde, der erste Old Plus Buff ist der beste. Da kommen wir jetzt noch zur Spielweise zu Equinox. Und die ist eigentlich recht einfach zu machen. Also das ist jetzt nicht so kompliziert oder so. Das Einfachste ist halt bei Equinox, ihr wechselt auf die Nachtform. Also ich glaube mal, das ist die Nachtform. Und startet erstmal die 4. Und aktiviert noch die 3. Also 4, um Schaden zuzufügen zu den Gegnern, und die 3, um halt noch mehr Stärke-Buff zu bekommen. Genau, und da könnt ihr halt hier die ganze Zeit die Gegner abschießen, und falls halt bis ins brenzlig wird oder gerade ein richtig starker Gegner auf der Map ist, dann deaktiviert ihr einfach die 4 und bam, sind die ganzen Gegner weg. Also manchmal kann es sein, dass die Gegner auch zu stark sind. Da muss man halt noch ein bisschen dazu schießen. Aber deswegen ist es auch ein bisschen wichtig, falls ihr eine Equinox spielt, immer mit anderen Leuten spielen. Und falls euch ziemlich viel Schaden zugefügt wird, dann schnell Metamorphose auf die andere Form wechseln und die 4 aktivieren. Ist zwar ziemlich lange, das dauert echt eine Ewigkeit. Und dann ein paar Gegner killen und wieder deaktivieren, und ich habe wieder ein bisschen Leben voll. Ja, das ist so meine Spielweise zu Equinox. Die 2 könnt ihr bei Equinox eigentlich komplett vergessen. Sie ist sehr unwichtig. Ja, das war sozusagen auch mein Bild zu Equinox. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns bei einem weiteren Bild wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Ciao, ciao.